Die Griechen können die Welt regieren. Alexander tat es. Er führte eine griechische Armee bis zum Indus. Er hat alles erobert. Die Welt gehörte ihm. Aber Alexander ist tot. Sein Reich zerfallen. Daher leben wir in schlechten Zeiten. Die freien Griechen haben sich gegeneinander aufgelehnt, statt gegen ihre Feinde. Diejenigen, die neidisch auf all das blicken, was Griechen erreicht haben. Alexander muss weinen. Falls die Toten weinen können. Ich würde an seiner Stelle weinen. Aber ich würde auch hoffen. Das Blatt wendet sich. Das, was war, kann sich wiederholen. Das Schicksal spinnt noch immer das Netz des Lebens. Und vielleicht wünschen die Götter eben jetzt, dass die Griechen emporsteigen. Vielleicht wird ein neuer Alexander zum Schwert greifen. Ordnung in das Chaos bringen. Die Welt in ungeahnter Herrlichkeit neu erschaffen. Vielleicht